Willkommen, Freunde! Heute testen wir wieder ein bisschen rum hier auf meiner kleinen experimentellen Insel. Ich werde heute eine Only-Touristenstadt aufbauen und mal schauen, ob sich das finanziell vielleicht doch lohnt, einfach nur so eine Stadt aufzubauen und zu sagen, ja, kann ja eigentlich ganz, ganz nett sein. Ja. Wir fangen erstmal ganz standardmäßig an. Ich werde mal gucken, ob ich das nicht halbwegs ein bisschen schick bauen kann. Wenigstens ein bisschen. Warte mal. Der, dann müsste ich noch einen weiter nach außen. Das Ding ist ungerade. Nicht wahr? Ja, dann passt das nicht. Das ist aber schade. Ist aber egal. Kriegen wir trotzdem hin. Wir brauchen ja einmal den. Ich überlege noch mal. Ich will es dann immer noch schön bauen. Ich bin auch immer so einer. Furchtbar. Verdammt, verklickt. Das Ganze auch noch hübsch ansehnlich machen. Den können wir so bauen. Ach komm, den können wir dann auch mal weiter nach außen ziehen. Wenn es am Ende immer noch alles gut aussehen soll. Für was eigentlich? Es ist eigentlich nur eine Teststadt. Passt der Bus nicht? Jetzt passt er. So. Kisten unter Deck. Ich habe nämlich hier schon mal ein paar Items mitgebracht, falls wir nämlich Hotels und so hier auch mit Attraktivität versorgen wollen. Ein Paradies für jeden Alles Partikel. haben wir da. Nur natürlich jetzt nichts zu Demnächst essen. neue Weil Gerichte. ich ja erstmal gucken will, was passiert jetzt? Wie viel Geld kommt dabei rum? Was brauchen wir unbedingt? Worauf können wir verzichten? Druck im Gut, ich Kessel. würde sagen, ich hole erstmal noch mal kurz ein bisschen Holz und Materialien. Keine Sorge, wir haben schon noch ein Schiffchen da. Mit Holz. Alles vor Ort. Weil ich will es ja wieder so bauen, dass wir uns um die Insel nicht mal kümmern müssen, sondern dass sie einfach nur da ist und Geld generiert. Das wäre erstmal schön für jeden Anfänger, der irgendwie jetzt unbedingt Geld braucht oder ganz allgemein. Wollen wir erstmal gucken, ob es funktioniert. Warum preist man seine Stadt als Touristenziel Gut. an, wenn Urlaubern dort nichts geboten wird? Ja. Alles Sinn und Zweck der Sache. Brot, verdammt, Brot haben wir zurzeit noch hier. Wir können die ja nicht in Einfluss ins Rathaus stellen. Das wäre zu einfach, oder? Das geht nicht. Ich hätte Touristengebäude. nie erwartet, dass es so Ich viel bin mir zu, Spaß ich habe es machen nicht könnte, den Bus ausprobiert, zu aber ich bin nehmen. mir ziemlich sicher, dass es nicht klappt. Aber ich will noch mal gucken. Wo ist mein Rathaus? Irgendein Item. Irgendwas macht. Mehr Einwohner? Nee. Da greift er nicht drauf zu. Kannst du vergessen. Wirkt nicht. Schade. Ja, aber warum soll es bei den einen funktionieren, wenn es bei den anderen auch nicht funktioniert? Das ist dann Mumpitz. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Kulturgebäude. Kultur, Kultur, Kultur. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Warte. Wenn wir die nochmal dazu bauen. Ja, ist ja gut. Arbeite dran, entspann dich. Den hier rüber. Jetzt brauchen wir nur noch meinen. Hier steht ja das Varieté in die Mitte. Baut's. Sind wie immer die Steine ausgegangen. So ein Mist. Kriege ich das vielleicht so hingeprügelt, dass ja, krieg ich hin. Warte mal, das war ein Café. Dann fehlt uns noch die Bar. Die Bar passt rein. Müssen wir nur ein paar Steine holen, haben wir gleich da. Alles kein Problem. Bam, 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 bam. Nochmal Holz. Holz können wir immer Sind gebrauchen. unterwegs. Du nimmst mit. Oh, du stehst ja noch hier. Dann fahr du auch zurück. Hol mal ein paar Sachen. Abdrehen beginnen. Also. Es ist alles da, was man braucht. Einfach erstaunlich. Liegt das jetzt nur am Brot? Nein. Das Brot können wir ja ausstellen.
habe hier noch Rot bei, obwohl ich könnte es auch gleich über Bord werfen. Ist gleich weg, dann wächst die Stadt schneller. Aber alleine jetzt schon machen wir einen enormen Gewinn, obwohl noch gar nicht zu sehen ist. Was soll denn das? Hier ist mein Brot. Zack. Einfach ihnen das Brot geklaut. Ich bin Arsch, ne? Ja. Tja. Schon ein little bit witzig. Warte mal, wo ist meine Insel? Ich habe meine Insel verloren. Hier. Und ich dachte, ich mache hier mit meiner Investorenstadt ordentlich Kasse. Wir haben jetzt schon einen Gewinn. Von, wo ist hier nochmal die Superstatistik? Und konnte man das hier nicht irgendwo nachgucken? Attraktivität. Warte mal. Hier, Statistik, Testtown. Finanziell. Wir haben mittlerweile schon ein Einkommen von fast 6.000. Und wir haben noch gar nichts gemacht. Wir haben nur Touristen hier auf der Stadt. Das ist ein Witz. Okay, das sinkt jetzt nochmal. Was könnten wir noch machen? Wir könnten einmal Konfitüre dazwischen hauen. Das wird ja auch nochmal Geld bringen. Ja, du bist mal nur mit Holz beladen. Du kommst auch nochmal mit Holz, Steine, Stahlträger, Fenster. Ja gut, also. Dann können wir noch was, wir können ja noch im Restaurant was anbieten. Und das Herzogschnitzel, glaube ich, war das billigste. Ja, dafür brauchen wir nur ein paar Schweinchen. Die können wir machen. Ein paar Kartoffeln können wir auch anpflanzen. Wenn wir das hier alles hinstellen und durch die Arbeitskräfte, die wir ja sowieso kriegen, stellen wir jetzt einfach hier so an den Rand. Die Frage ist, wie viele Schweinchen wir brauchen. Wie viele brauchen wir denn da? Eine Minute. Eine Minute, dann brauchen wir schon ein paar Schweinchen. Oink, oink. Ja, gut. Stellen wir es erstmal hin, ist ja egal. Wie geht's? Ist ja alles nur pro forma. Lass mich raten, eine Minute produziert er. Richtig. Gut, dann brauchen wir aber noch einen zweiten. Ist ja klar, wegen dem Talg. Sonst wird das ja nichts. Bam, 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 vom letzten Beutezug. Seife, Seife, Seife. Zugestellt. Den so angeschlossen. Fertig. Entschuldigung. Gut. Der braucht eine Minute. Richtig. Der braucht eine Minute. Und der braucht eine Minute. Sehr gut. Dann haben wir 2. 1, 1, 1. Dann müsste das Ding bei 0 stehen. Wir brauchen dann nur noch... Die Vorräte gehen zur Neige. Ja, die Vorräte gehen zur Neige. Entspann dich mal. Wir haben dann hier noch... Können wir noch daneben stellen. Kommt das am Platz. Baut's. Bam. Jetzt gibt's noch Kartoffeln. Neue Befehle? Hol nochmal neues Holz. Ah, ich muss ja immer hin und her schippern. Ich meine, ich könnte mal auch eine Route einstellen, aber ich mache das immer gerne manuell. Zum Horizont. Außerdem, wie gesagt, soll das Ganze hier ohne großartige Probleme nachher von alleine laufen. Gut, wenn er das jetzt hier... Holt er das auch ab? Weil theoretisch holen die das auch ab. Dann bräuchte ich gar nicht mal das Lagerhaus. Ich bin hergekommen, um die Sehenswürdigkeiten zu besteigen. Sehenswürdigkeiten minus 20%. Ja, das ist ja, nicht schlimm. Fuß durch schlammige Gassen zu stapfen. Wenn ich denen jetzt ein bisschen was anbiete... Wir haben ja alles da. Sie trauen mir nicht. Nun, es ist genau. Wir können jetzt hier noch irgendwo in der Walachei. Wir können es auch sparsam aufstellen. Den stellen wir hier hin. Den stellen wir hier hin. Und den. Den stellen wir hier hin. Sehr gut. Jetzt, wo ich ja. Oh, da muss ich erstmal laden. Schluck Wasser trinken, Pause machen.
Wenn das Ding jetzt allgemein erstmal steht, gibt das erstmal irgendeinen Boni? Nein. Erstmal passiert gar nichts. Oh, wir haben noch Dings drin. Das macht natürlich nochmal ordentlich viel Geld aus. Das habe ich nicht gewusst. Entschuldigung, mein Fehler. Holz, Steine, Stahlträger, alles da. Stahlträger, Holz, Holzbeutel. Gut, dann läuft's wieder. Dann müssen wir die ja nochmal rausnehmen. Es dauert natürlich eine Weile, bis die runter sind auf Null. Habe ich nicht gesehen. Da machen wir noch deutlich weniger Gewinn. Aber es ist egal, deswegen probieren wir es ja aus. Fehler passieren. Wenn man was ausprobiert, passieren Fehler. Konfitüre können wir auf jeden Fall noch anbauen. Wie viel brauchen wir denn da, damit das hier reibungslos funktioniert? Das ist jetzt ja wieder so eine tricky Sache. Baut's. Einmal die Konfitüre eingestellt, leg los hier. Neue Befehle? Bam. Bam, 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 bam. Kannst du wieder zurückfahren. Viel Spaß. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja, schön, dass du auch noch kommst. Toll. Konzentration. Also, der andere kommt jetzt hier gleich vorbei. Dann können wir die Pelze noch rausschmeißen hier aus dem ganzen Club. Hab ich gerade ganz vergessen. Schon auf dem Weg? Ja. Müsste ja gleich da sein. Ja. Ist zwar nicht der schnellste, aber er kommt, er kommt, er kommt. Ganz gemütlich. Also wenn ich hier ein paar Brote hier bestellen würde, dann würde das auch schon ganz prima funktionieren. Interessant. Der Brot ist jetzt auch nicht so die Heldenleistung auf so einer kleinen Insel. Klar, nimmt ordentlich Platz weg wegen Getreide und so, aber an sich. Kein Problem. So, jetzt läuft der Laden schon mal an. Na, vom Gewinn her bleiben wir ja dann ungefähr gleich. Unzufriedene Touristen, machen die dann einen Aufstand? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich stelle mal eine Polizei erstmal daneben. Wo war die Polizei? Irgendwo hier hinten. Ja, stellen wir die mal daneben, irgendwo hier hin. Man kann sich ja hier nicht sicher sein, dass der ganze Club nicht doch irgendwie mal böse auf mich wird. So, noch ein paar Hotels daneben geballert. Jetzt hauen wir hier mal ein paar Artefakte rein. Nur eins. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie viel Geld kommt da? Himmel, ich wollte wieder eine Trefferquote mit meiner Maus. Aber die ist neu. Zählt das als Ausrede? Ja. Können wir ihn auch. So, das ist egal, wie wir ihn hinstellen, dann bleibt sowieso so. Gut, hauen wir ihm das rein. Die Stadt ist attraktiver geworden. Ja, das ist attraktiver geworden, das ist richtig. Das ist eine wahrhaft bedeutende. So, wie geht's euch jetzt? Na, wird's jetzt besser? Es ist kritisch. Ach so, gut. Also, zufrieden sind die dann natürlich mit einem Ausstellungsstück noch nicht so ganz. Minus 1, minus 1, Botanik bleibt bei 0. Heißt, wir brauchen mindestens 2, dann kriegen wir das Ding auf 0 gestellt. Na, das sollte doch kein Problem sein. Dann nehmen wir noch mit, hoffentlich nicht dasselbe. Ist ja egal, wir nehmen das hier. Oh, obwohl, das ist eine schöne Blüte, die nehme ich. Atlantis. Allerdings ist jetzt ziemlich voll. Hier, mit der Nummer. Das passt dann hier nicht mehr so hin, wie ich das gerne würde, wollen, haben, müssten, könnte. Dann stellen wir das Ganze doch irgendwie sinnvoller hin. Ja, entspann dich, wir arbeiten dran. Stellen wir es irgendwo hier hinten hin, stört ja keinen. Es geht ja wirklich nur darum, dass die Dinger irgendwo rumstehen. Outs. Auch noch mitnehmen. Da wird es mit einem ein bisschen klappen, aber das macht nichts.
nicht. Gut, 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 gut. Ja, ist ja gut. Ich brauche ja schon. Die meint immer nicht so einen Stress hier. Zack, zack. Kisten unter Deck. Der hätte auch noch ein paar Holz und Steine mitbringen können. Aber gut, man kann nicht an alles denken. Zack. Steine brauchen wir auch noch. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Und wie immer, standardmäßig, wenn ich was aufnehmen möchte, selbst wenn es nur eine Sekunde ist, Feuer ist ausgebrochen. Fliegt alles in die Luft. Ein Glück fliegt meine ganze Stadt hier nicht in die Luft. Wäre aber nichts Besonderes. Ja, können wir dann auf die Konfritüre verzichten? Gucken wir uns die Sache doch mal an. Weil dann muss ich weniger nutzen. Was ich nicht brauche oder nicht machen muss, wäre ja auch schon mal schön. Ah, der reduziert sich gerade auf 0. Können wir den ausstellen zurzeit erstmal? Vielleicht kommen wir auch ohne klar. Ich will ja halt mal gucken, wie viel ist drin, was müssen wir machen. 120 kostet so eine Bushaltestelle. Ist aber teuer. Ist aber hier nicht lustig. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Gut, Pauz. Die Flammen wurden gelöscht. Zack. Habe ich jetzt vergessen, ein Tierchen mitzunehmen? Anscheinend. Ach ja, ich habe hier das Dings mitgebracht. Das eingefrorene Mammut. Himmel, Herrgott, ja. Entschuldigung, es sah aus wie ein Tier. Polarkreis 18. Zack. Noch einmal den, noch einmal den und rüber hier. Du kannst auch schon mal direkt ausladen. Das ist heute wieder ein Hin- und Her-Geschipper hier. Zum Horizont. Ja, ich habe hier halt nicht so viel Ladekapazität. Es geht halt nicht anders. Gut. So, Problem erkannt. Problem gebannt. Kein Problem. Hätten wir. Gut. Sehenswürdigkeit minus 20%. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben jetzt 0. Das ist doch schon mal gut. Wir haben also zwei Sachen da drin und dann ist er von der Zufriedenheit schon mal auf 0. Dann haben wir Botanik, das sind wir sogar im Plus. Und das haben wir dann auch gleich im Plus. Auch wenn wir hier den Garnik nehmen, könnten wir die Welt in Ordnung, aber die kann ich ja nicht anschließen, weil geht nicht. Allgemein und auch so. Für den Garnik brauche ich ein Bankgebäude und das wirkt ja hier nicht. Aber schön wäre es gewesen. Gut, ach ja, haben wir schon hingestellt. Alles klar. Gut. Das heißt, alleine jetzt schon würde sich die Sache lohnen. Jetzt haben wir Sehenswürdigkeiten, genau das hatte ich nämlich gedacht, dass wenn ich Sehenswürdigkeiten habe, dass das Varieté dann komplett aufgefüllt wird. Wir haben jetzt einen Gewinn von 900 noch was und wir müssen eigentlich gar nichts machen. Ich kann jetzt also jetzt die Stadt wirklich aufs Maximum ausbauen hier, so viel wie ich haben will. Wir haben dann ungefähr 70 Leute in dem Club. Das ist ja gar nicht schlecht. Und haben jetzt einen finanziellen Gewinn von 7500. Mit dem bisschen, was ich jetzt hier aufgebaut habe. Natürlich, das zählt noch mit rein. Vielleicht schreiben Sie die Speisekarte um. Aber wir nutzen es ja noch gerade gar nicht. Nochmal so einen guten Gewinn, ohne irgendwas zu tun zu haben. Was könnte man noch bauen, was vielleicht Sinn macht? Palast haben wir ja jetzt hier nicht. Obwohl, ich weiß nicht, zählt das Gebäude auch als Palast? Gute Frage, das muss ich jetzt gerade mal ausprobieren. Wo ist mein... Wo ist er denn? Keine Ahnung, jetzt bleibt er erstmal stehen, weil ihm zu viel. Ich suche... Verdammt. Mein Parlament, wollte ich gerade sagen. Hier, mein Supergebäude. Verdammt, was ist denn das? Wenn du es mal suchst, ist es nicht da. Ich kann ja auf einer anderen Insel schlecht gucken, weil hier habe ich ein paar Touristen. Keine Ahnung. Ich habe eins aufgebaut. Ich gehe mal stark davon aus. Wo steht denn das? Verdammt, wenn man hier immer die... Suchen Sie mit, meine Damen und Herren. Wo habe ich mein Parlamentsgebäude hier zu stehen? Das muss hier irgendwo rumstehen. Ich sehe es nur nicht. Da ist es.
Mitten in der Stadt. Zählt das als besucherfreundlich? Gute Frage.